Gehen wir in diese Situation hinein. Das ist noch fort, nur stellen. Gell? Situation, wir haben irgendetwas, wo ich meinen Mitarbeitern sagen muss. Ganz eine banale Sache, ganz eine banale Geschichte. Du bist Teamleiterin, teamleitende Person, und du hast so einen Mitarbeiter, sagen wir irgendwie, der kommt immer so auf den letzten Drücker, immer ein bisschen zu spät. So ein Minütchen. Nein. Oder das sind so die Online-Meeting, die setzt sich auf 08.00 an, 07.59 bist du noch allein. Und dann können sie rein, sind immer die gleichen. Und dann sind immer die, die am Schluss kommen, die genau nicht wissen, wie man den Ton einschaltet. Oder im Pech hast du die Windows noch ein Update gemacht auf Teams letzte Nacht, dann geht die gerade nichts und so. Jetzt hast du das Gefühl, jetzt bei dem einen, sagen wir dem mal Martin, der kommt jedes Mal eine Minute zu spät. Und jetzt denkst du, jetzt gebe ich dem mal ein super schönes Konfliktfeedback. Und das Konfliktfeedback heisst nicht so, du hast schon auf die Uhr geschaut. Oder wenn fangen wir an bei uns? Hä? Da wäre es anders. Da wäre es pädagogisch. Sondern du bist eine Chefin, du bist Chef und konfrontierst ihn. Und eine Möglichkeit, wie man Mitarbeiter nicht konfrontieren kann oder das Gegenüber, ist dreimal weh. Ganz einfach. Kennt jemand? Schon. Das ist ein konstruiertes Ding, ist eine Formel zum Thema Feedback. Da gibt es verschiedene größere, komplexere Modelle. Für mich ist das einfachste. Aber alles, was ich vorher gesagt habe, hilft uns genau jetzt eben. Erster Punkt, die Wahrnehmung. Die Wahrnehmung, die ist wichtig, ist ganz genau formuliert. Was nimmst du wahr? Bin ich noch drauf? Schon. Was nimmst du wahr? Übrigens, können wir alles in der Ich-Botschaft, gell? Ich stelle fest, ich sehe. Ich stelle fest, dass du eine Minute zu spät kommst. Wenn ich sage, ich stelle fest, dass du schon wieder eine Minute zu spät kommst, welches Wort ist falsch? Genau. Warum? Warum ist es schon falsch? Genau. Es ist eine Wertung. Das da ist wertfrei. Ist rein beobachtbar. Wenn ich sage, ich sehe, dass du regelmäßig zu spät kommst. Da ging er so knapp, wobei auch regelmäßig ist nicht messbar. Und dann sagt, ja, aber das letzte Mal vor 15 Jahren vorher. Ja, sage ich ja. Also da musst du präzise sein. Und darum da vorher. Da musst du genau sein. Das Zweite ist die Wirkung auf dich. Nur auf dich. Und nicht, das ist unfair den anderen gegenüber. Da sind wir wieder am Pädagogen. Sondern mich stört es. Mich schießt es an. Oder ich nerv mich. Oder ich finde es unschön, dass du nicht noch später kommst. Oder wie auch immer. Du entscheidest, wie es dir geht. Und da spiegelst auch wieder ich sehr persönlich. Je persönlicher, je wahrer das da für dich ist, desto authentischer kommst du rüber. Weil die Authentizität ist tatsächlich etwas, was wichtig ist. Und da darfst du wieder alles sagen. Der Vorteil von dem ist, wenn ich es so genau beschreibe, ich stelle fest, dass du es nicht mal in dieser Woche 2 Minuten zu spät das Meeting bist. Wenn es nicht so wäre. Oder sag mal, es ist so, kann der andere nicht sagen, das stimmt nicht. Und wenn du nachher sagst, mich stört, kann er nicht sagen, hey, komm, mach dich schon mal ein bisschen entspannt. Nein, wenn es dich stört, er kann schon sagen. Genau, darum ist wichtig, dass du das eben zusammennimmst. Das ist dann en bloc, oder? Sondern dich stört es. Er kann nicht sagen, das stimmt nicht. Ich sage, mich stört es. Und jetzt kommt das dritte Weh. Und jetzt kommt es wieder zu dem, was ich vorher gesagt habe. Jetzt kommt da von Fragen sagen. Wunsch. Wobei Wunsch in Anführungszeichen. Sag jetzt, was du willst. Ja, mich stört es, dass du immer zu spät kommst. Das kann der andere sagen. Mich auch. Jetzt musst du sagen, was du willst. Schatz, morgen ist noch Güsselabfuhr daheim. Müllabfuhr. Morgen ist. sorry. Voll im Modus, genau. Schatz, morgen ist Müllabfuhr. Ist ein Zustand. Ist kein Weh.
Eigentlich heisst es durch den Sack. Außer bei dir, Ramon, wenn es ein Code ist, dass ich das kenne. Dann funktioniert es. Aber da muss ich wieder präzise sein. Ob jetzt ein Wunsch ist, habe ich nur geschrieben, dass es mit W aufgeht. Da kann natürlich aus eurer Optik als vorgesetzte Person halt einmal eine Erwartung sein. Oder ich erwarte, ich verlange oder ich ordne an. Oder für die Schweizer, ja, Vorarlberger sind uns noch ähnlich da. Aber ihr geltet ja für Wiener auch als Schweizer, habe ich mir sagen lassen. Schweizer haben die Tendenz, ich wäre auch froh, wenn du dir mal könntest vorstellen, zu überlegen, ob du nicht allenfalls mal könntest pünktlich so kommen, so plus ou moins, gell? Das wäre auch nett. Tönt in Berlin anders. Morgen zur Zeit. Tack. Ja. Und das ist die drei Schritte. Ich stelle fest, sachlich, es löst bei mir das aus, es ärgert mich, ich finde es cool. Und da sage, was ich will. Da kann ich einmal etwas weglassen. Selbstverständlich, wenn es Kleinigkeiten sind, das sind dann aber kein Konflikt, muss ich nicht sagen, wenn einem der Arbeitsplatz nicht aufkommt, hätte mal du, ich wäre noch froh, würdest du aufräumen. Langet. Aber dann ist es da. Ich muss sagen, ich stelle fest, der Arbeitsplatz ist nicht aufgeräumt, das stört mich brutal, könntest du es noch fertig machen? Dann bist du immer im Kurs gewesen, oder was? Oder hast du etwas geraucht, oder? Und dann langt das. Aber wir reden ja von Konflikt. Und in Konflikt ist da ein sauberer Aufbau. Thank you.